Herzlich willkommen bei Eschas Tarot beim Vollmondorakel. Ich bin beim Sternzeichen Waage und für die Waage-Menschen ist es gerade besonders spannend, weil der Vollmond steht am 7. Januar im Krebs. Und der Krebs ist genauso wie du, liebe Waage, ein kardinales Zeichen. Von daher würde sich das nochmal ein bisschen mehr beeinflussen als andere. Und ich schaue mal einfach, was die Karten hier für dich für den Vollmond sagen. Guck mal, die springen schon wieder. Ich habe gemerkt, bei den kardinalen Zeichen fangen sie an zu springen, die Karten. Das scheint wirklich. Guck das mal an, ey. So. Nee, ihr seid zu viele. Leute, Leute, Leute. Okay. Ja, gut, dann seid ihr halt alle mit dran. Okay. Gut, liebe Waage, jetzt bin ich richtig gespannt, was uns hier alles erwartet, was zu sehen ist. Okay, hier haben wir einmal den Pagen der Münze, Sonne. Ass der Stäbe. So, ich muss hier mal gucken, dass ich alle Karten aufs Bild kriege. Königin der Münzen, Kelche, noch mehr Kelche, Münzen, der hängende Mann. Herrscher. Ritter der Schwerter, Königin der Stäbe, Magier der drei Münzen. Okay, ja. Interessant. Also, hier passiert so also auf den ersten Blick kann ich dir schon mal sagen, von außen passiert nicht so viel. Du bist jetzt auch nicht in der Situation, dass du Bock hast, irgendwie die Welt zu verändern. Das muss man sagen. Also, du gehst jetzt nicht so sehr nach außen, sondern du gehst sehr stark ins Innere. Du gehst sehr schnell oder sehr stark in diese Denkarbeit rein. Beim Vollmond im Krebs haben wir eine sehr starke Energie, bei der Dinge für einen selbst überdacht werden. Es geht da um Selbstreflexion, um Transformation, um eine Selbstbeobachtung. Ihr schaut, wie sind eure Werte, wie sind eure Ziele, ist da was Veränderliches? Es kann auch sein, dass ihr wirklich zu irgendwelchen großen Erkenntnissen kommt in eurem Leben, bei dem ihr das Gefühl habt, oh, das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Oder dass ihr euch für irgendetwas entscheidet. Irgendetwas, was ihr vorher schon gespürt habt, aber noch nicht so ganz sicher wart. Ne? So, mit dem Ass der Stäbe. Das ist hier so eine klassische Karte, dass da eine Überraschung auf euch zukommt. Nicht unbedingt von außen, sondern ich glaube, diese Überraschung kommt aus eurem Inneren selber, aus dieser Denkarbeit, aus dieser Erkenntnis. Das wird euch überraschen. Und das wird auch eher eine positive Überraschung. Wir haben hier mit der Sonne haben wir tatsächlich auch eine Karte, die zeigt so eine gewisse Sorglosigkeit an, aber auch Freude und Spiel. Und ich glaube, diese Überraschung wird dahin führen, sodass diese beiden Karten zusammenliegen. Ne? Hier. Das ist tatsächlich so ein Ding. Diese Denkarbeit wird euch also nicht schwerfallen. Das ist eher so eine Denkarbeit, die. Das ist nicht dieses Grübeln im Kämmerlein, was wirklich anstrengend ist und Kräfte zehrt, sondern das wird so nebenbei passieren. Das werdet ihr gar nicht merken. Ich habe hier aber auch tatsächlich wenig, dass ihr nach außen irgendwas tragt, sondern ich habe hier eher so Impulse, dass ich nehme hier mal die ganzen Hofkarten. So, wir haben hier Königin der Münzen. Wir haben hier nochmal was, Ritter der Münzen. Ritter der Schwerter und wir haben die Königin der Stäbe. Hier, also die beiden habe ich hier tatsächlich auch sehr, sehr oft. Ne? Hier wird auf der einen Seite produktiv nach innen geschaut. Es fühlt sich auch vielleicht ein bisschen anstrengend an. Es ist ein bisschen Arbeit mit drin, aber wird euch Spaß machen. Ne? Das ist das Wichtige. So. Das ist halt keine große Last, die ihr tragen müsst, sondern diese Denkarbeit passiert nebenbei, neben dem ihr existiert und denkt und kommt zu Erkenntnissen relativ einfach. Ohne wenig Mühe, aber ein bisschen Arbeit macht schon. Ne? Auch wenn die Arbeit Spaß macht, es bleibt Arbeit. So, hier kommt auch eine Erkenntnis, die dir Klarheit verschafft. Ne? Das hier ist wirklich so was ganz Klares. Ne? Also wenn du diesen Impuls der Denkarbeit annimmst, ne, der sowieso wahrscheinlich passieren wird, ich sage mal wahrscheinlich, weil ich nicht in deiner Haut stecke, wenn du den ganzen Tag mit Scheuklappen durch die Gegend rennst und die Augen verschließt und dich ständig mit irgendwas ablenkst, Social Media, irgendwelche Videospiele, Filme, ich habe keine Ahnung, wenn du dich den ganzen Tag ablenkst und keine Innenschau veranstalten wirst, dann wird wahrscheinlich diese Erkenntnis auch nicht kommen. Von daher guck mal, dass du vielleicht ein bisschen guckst, dass du irgendwie ruhige Minuten für dich findest beim Vollmond. So. Jetzt nochmal von vorne bei diesen vier Karten.
Königin der Münze. Ja, wie gesagt, es geht in was Produktives rein. Hier kommt eine sehr starke Klarheit rein, also eine Stimmung der Klarheit. So ein Aha-Effekt kann das sein, ne? Und hier mit den beiden Königinnen, das ist tatsächlich so, ja, ich möchte was verändern. Und sie sagt, auf jeden Fall wollen wir was verändern, aber sowas von, und zwar mutig und am besten sofort. Ist so eine Löwe-Energie, ne? Wir wollen was verändern und zwar sofort. Ne? Das ist tatsächlich, die beiden verstärken sich und die beiden schließen sich tatsächlich überhaupt nicht aus in dieser Legung. So, und wahrscheinlich, weil hier Klarheit reingekommen ist. Ne? Deswegen willst du was verändern und zwar sofort. Jo, jetzt haben wir hier den Magier und wir haben gleichzeitig den Herrscher. Auch da sind tatsächlich, also der Magier steht häufig so für Kompetenzen. Der Herrscher steht für irgendetwas beherrschen, irgendetwas klären, irgendetwas unter Kontrolle bringen. Und wir haben aber gleichzeitig auch den hängenden Mann. Das heißt, diese ganzen Impulse, ich will das jetzt verändern, mir ist irgendetwas klar geworden. Ich will das jetzt, also auf jeden Fall wirst du etwas zum Besseren verändern wollen, ne? Und vielleicht macht das auch Spaß, etwas zu verändern. Das wirkt hier tatsächlich nicht wie, mein Freund ist so doof und deswegen habe ich jetzt für mich selber geklärt, ich will mich trennen. Und dann kommt was Negatives oder negative Gefühle, sondern ganz im Gegenteil, hier kommt irgendwie eine gewisse Klarheit rein. Zum Beispiel, ach, dieser eine Mann, mit dem bin ich noch nicht in einer Beziehung, aber wir daten schon. Und du merkst plötzlich, ah, der ist es, der ist der Mann fürs Leben. Und dann fängst du an, dran zu arbeiten. Das Ding ist aber, in der Vollmondenergie gehst du nicht nach außen in den Aktionismus rein, sondern es passiert tatsächlich erstmal nur diese Denkarbeit. Mit dem hängenden Mann haben wir hier eine Karte, die ganz deutlich sagt, bitte noch nicht handeln. Auch dieses Überschwängliche, dieses ich will das jetzt verändern und zwar sofort, das ist auch so eine Verstärkung von der Mondenergie. Der Mond verstärkt Negatives, aber auch Positives. Und gerade wenn man diesen Aktionismus hat, diesen Impuls, ich will das jetzt sofort machen, das ist häufig die Mondenergie, die uns dann leider übers Ziel hinausschießen lässt. Also du hast hier tatsächlich, du hast hier schon Sachen, die du verändern kannst. Und das liegt auch definitiv in deiner Macht drin, sollst du aber noch nicht. Mit den Münzen. Auch hier, diese Münzen sagen dir, bitte noch nicht verändern. Hier wird noch ein bisschen mit dem Gedanken hin und her gespielt. Es ist auch so, dass ich glaube, dieses Hin- und Herspielen passiert vor der Erkenntnis. Das weist dich noch mal so ein bisschen darauf hin, dass du, wie sage ich das, diese Ablenkung von außen, dass du dich da ein bisschen auf dich selber konzentrieren sollst, dass du wirklich diese innere Einkehr und diese innere Schau, diese innere Selbstbeobachtung tun sollst. Das Ding ist halt, wir lenken uns oder viele Menschen neigen dazu, sich ununterbrochen abzulenken, ne? Und sobald sie sich mit sich selber beschäftigen sollen und zur Ruhe kommen, dann wird es plötzlich ganz, ganz schwierig und anstrengend für sie. Diese Karten sagen dir, bitte nicht so viel nach außen tun, nicht so viel ablenken lassen, nicht so viele Reize von außen, sondern guck mal, dass du dich so ein bisschen auf dich selber besinnst und guckst, dass du dich auch mit dir selber beschäftigst, ne? Wie gesagt, das ist so ein bisschen das Thema bei dir in der Legung drin. Bei dir, liebe Waage, als kardinales Zeichen, kann es sein, dass auch was, dass diese Selbstbeobachtung sich auch nochmal verstärkt. Dann würde ich mich nicht dagegen wehren. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Es kann auch sein, dass du diese Sensibilität, vom Krebs, dass du die stark übernimmst und dass du da auch so ein bisschen sensitiver dir selber gegenüber wirst, aber auch wohlwollender dir gegenüber. Dass diese Kritik nachlässt, dass du vielleicht auch mal ein Tränchen vergießt, obwohl du gar nicht weißt, warum. Das ist auch vollkommen okay. Auch das sind alles diese Vollmondenergien, die dich einfach ein bisschen sensibler und offener und weicher werden lassen. Ich hoffe, das ist verständlich, was ich sage. So, mit den Kelchen, ja, die zeigen genau diese Sensibilität an. Hier haben wir ganz viel Gefühle, ganz viel, was, was so hin und her fließt, ne? Mit den drei Kelchen haben wir hier einmal himmelhoch jauchzen und hier haben wir zu Tode betrübt und abwehrend und ich wende mich ab und so eine gewisse Trauer da dran. Auch das ist vollkommen normal in dieser Vollmondenergie, ne? Dass deine Gefühle so ein bisschen Achterbahn fahren, ne? Dass du auf der einen Seite sagst, ja, ich feiere, aber auf der anderen Seite bin ich auch traurig, ne? Auch das kann sich gerne stündlich abwechseln. Es macht dich darauf gefasst, ne? Diese Sensibilität vom Krebs ist sehr, sehr dominant und sehr dominant gerade bei den kardinalen Zeichen, so wie du eins bist. Von daher, wenn du irgendwie merkst, du bist plötzlich todtraurig, Vollmond. Ne? So, Entschuldigung für den Break, Postbote. Ja.
So, manchmal hilft einem das zu verstehen, warum wir plötzlich so sensibel sind. Ne? Das bedeutet nicht, dass wir psychisch alle durchdrehen, sondern dass einfach dieser Vollmond diese Verstärkung bei uns macht. Deswegen himmelhoch jauchzen und plötzlich Trauer. Das kann sich stündlich abwechseln, das ist aber auch okay. Und wie gesagt, liebe Waage, gerade du als kardinales Zeichen mit dem Vollmond im Krebs bist davon nochmal ein bisschen doller betroffen als sonst. So, gleichzeitig, aber auch wenn die Gefühle Achterbahn fahren, wie gesagt, kommst du hier in eine wunderschöne Klarheit rein. Ne? Dieses schwierige Entscheidungen treffen, das wird dir nicht schwer fallen. Wie gesagt, hier haben wir auch eine Glückskarte. Bei dir werden sich aber auch so Gefühle wie Glück und Spiel und Freude stark verstärken. Ne? Bei anderen Sternzeichen hätte ich jetzt gesagt, geht raus und trefft Leute. Auch da ist die soziale Interaktion recht wichtig. Bei dir als kardinales Zeichen ist tatsächlich eher diese Innenschau wichtig. Wenn du merkst, du bist überfordert mit anderen Leuten, du bist überfordert mit anderen Reizen, dann guck, dass du dir die Ruhe und die Zeit nimmst. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Bei dir als kardinales Zeichen. Ja, wie gesagt, du wirst das dann auch im Bauchgefühl merken, ne? Wenn du merkst, irgendwie mich überfordern gerade Leute, ich bin ein bisschen ruhebedürftiger als sonst, dann darfst du das gerne dir gönnen. Und ja, das sind auch schon die abschließenden Worte. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, liebe Waage. Ich wünsche dir alles Gute. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die Vollmond-Orakel gut findet, ob ihr davon mehr sehen wollt oder ob ich mir die sparen kann. Ich versuche gerade so ein bisschen hin und her zu probieren, was funktioniert auf dem Kanal, was ihr mögt und was ihr nicht mögt. Von daher ein bisschen Hilfe von euch wäre mega gut. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen.